Uns bringt der nächste, wenn so zwischendurch mal so eine Pause ist, ja, wo man sich mal ein bisschen besinnen kann, wo man was trinken kann, eine Zigarette rauchen und so, ja, sich gemütlich machen. Aber wenn man da stundenlang irgendwie einen Rhythmus tanzt, das, ja, irgendwie mir ein bisschen blöd, ja. Ich glaube, da trennen sich die Meinungen einfach ganz schön krass. Also entweder man liebt Techno oder man hasst es einfach. Was like another time and place. It was before its time. It was like another generation. Ziemlich wilde 10 Jahre oder 8 eher gesagt. Es war auf jeden Fall die krasseste Zeit in meinem Leben. Stammheim war das größte selbstorganisierte Jugendzentrum Europas. Stammheim war was Einzigartiges. Augsburg war was Einzigartiges. Kassel war was Einzigartiges. Das war immer total aufregend. Das war schon immer so, boah, Stammheim. Weil das hat zu den Clubs gehört, wo du einfach, die einfach in Deutschland eine riesen Rolle gespielt haben. Es ist schon eine perfekte Location gewesen. Also die muss man erstmal auftreiben, irgendwie mit der gesamten Atmosphäre, die da war. Zusätzlich war auch gut irgendwie, dass es halt in der Mitte von Deutschland
lag irgendwie, weil wir schon von Anfang an aus so einem fröhlichen Größenwahn heraus irgendwie nicht nur in Kassel die Partys beworben haben, sondern immer so 35.000 Flyer über ganz Deutschland verstreut haben und viel zu teure große Anzeigen geschaltet haben, weil wir halt mal einen raushängen lassen wollten. Dann war immer, ich kann mich immer an die Riesenschlangen erinnern, die halt in den Hauptflur reingingen und dann bist du an den Türstehern vorbei und bist die Treppe hoch und du bist halt langsam reingekommen da hinten, dann war es der erste Vorraum, rechts das Café und dann der zweite Raum und dann bist du durch in den Hauptflur und das war schon immer irgendwie sehr beeindruckend und du wusstest schon von vornherein, alles klar, heute Abend habe ich wieder einen super Abend irgendwie. Und die Hälfte der Hälfte des Ladens ist ja Kommunikationsfläche. Also da draußen in den zwei Foyers liegt ja keine Musik. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für einen Laden in der Größe, dass er so viel Raum gibt für Kommunikationsecken, wo die Leute sich einfach kennenlernen. In anderen Läden müssen die Leute sich auf den Parkplatz setzen oder in irgendwelchen Ecken, wo es halt tierisch laut ist von der Anlage her. Ne? Aber wir in dem Raum, das Ding war einfach nur zum Tanzraum, für nichts anderes. Es gab Zeiten, da war der große Floor sehr harmonisch und es gab auch Zeiten, da war der große Floor wirklich nur noch, das sagt wie gesagt auch in der Musik, nur noch pure Energieentladung. Du bist da reingegangen und es hat dich schon mal niedergetrampelt. Und das war geil. Das war einfach nur geil. Die schönsten Momente sind einfach die gewesen, wenn der Laden hier voll war und der Laden einfach gebrannt hat, ja, und man war dafür verantwortlich, ja, wenn man da oben runter geguckt hat und hier stehen 500 Menschen mit den Armen hoch und die Lichter sind am Leuchten, helles Licht und alle sind am Schreien und genau in dem Moment denkt man, okay, das hast du richtig gemacht. Und wenn du dann von außen reingekommen bist, hast du schon dieses Tor gesehen und diese Schnipse, die da rauskamen. So ein bisschen Licht, ein paar Leute, die mal kurz gebrüllt haben. Und es war wie so ein eigener Bereich gewesen, wo halt wieder diese Tanzfilme quasi vonstatten gingen. Und du bist dann von außen, bist du dann wieder da reingeschlüpft, aber bist auch sofort wieder reingekommen. Und diese Konstantheit, dass man wirklich morgens dann raus ist und hier dann so weiße Salzkrustenränder am Körper hatte überall, weil man einfach nur getanzt hat. Und für mich war das Tanzen einfach das Nonplusultra. Auf Schwung Ost entstand aus einer Gruppe Freunde, die eigentlich das Ziel hatten, ja, der an sich von Kassel gelangweilten Nachtleben eine eigene Party zu kreieren und um sich selbst eigentlich zu befriedigen. Und ich möchte Sie erstmal vorstellen, neben mir sitzt der Jens, daneben ist der Graf, dann haben wir den Chi, der Walli und der Pierre. Das sind jetzt eine Menge Leute. Das hat angefangen mit eigentlich einer Party, die wir hier mit Freunden gemacht haben. Der Olli hat das damals als Organisator gemacht, Jens und ich haben die Werbung gemacht. Und das hat einfach so gut funktioniert und hat so ein gutes Feedback gehabt, dass als dann kurz später irgendwie das Angebot kam, hier vielleicht irgendwie diese Factory-Etage für dauerhaft zu übernehmen, wir uns einfach irgendwie ganz sicher waren, dass das schon irgendwie klappt. Und dann haben wir das, also Olli speziell ist sofort ins kalte Wasser gehüpft irgendwie und hat sich das ganze Ding irgendwie per Mietvertrag für, glaube ich, damals ein Jahr oder so unter den Nagel gerissen. Und da war es am Anfang ja wirklich so, dass wir echt eine große Gruppe waren. Die DJs kamen aus der Menge der Leute, die da waren. Wir kamen aus der Menge der Leute, die da waren irgendwie. Und wir haben es für uns und unsere Leute gemacht. Also wir sind wirklich eine große Familie gewesen. Wir haben uns, glaube ich, alle so der Moment, wo es bei allen kollektiv durchrutschte, dass das hier was echt Großes werden kann, das war 95, als die Frontpage uns zum Club des Jahres gemacht hat. Ja, also ich glaube, das, was hier in Berlin so zwischen 89 und 93 abgegangen ist, ging dann danach nahtlos bei uns weiter. So, wo es andernorts schon etwas flauer wurde, gefühltermaßen. Jedenfalls haben wir das sehr oft zu hören bekommen.
Wir haben es selber nicht gemerkt, weil wir ja eigentlich gar nicht mehr aus Kassel rausgekommen sind. War ja auch nicht nötig, kamen ja alle bei uns vorbei. Naja, es hat Kassel zu einem Magnet gemacht, auf einmal, mehr oder minder über Nacht, obwohl Kassel an sich ja kein Magnet ist. So irgendwo in Oberhessen, man muss ewig weit fahren, von überall aus, aber die Fahrt hat sich dann doch für die meisten gelohnt. Das ist ja parallel eigentlich mit der Explosion dieser elektronischen Musikkultur passiert. Und das konnte eigentlich keiner richtig absehen, was daraus wird. Wir wollten es einfach nur machen. Graf, wer waren denn die Gründungsväter? Ja, das war klar der Jens, das war ich, das war der Balli und der Olli Friedrich, der ist aber leider heute nicht hier. Also Techno lebt im Gegensatz zu Rock oder einem anderen von dem kompletten Frequenzband, die diese Musik beinhaltet halt. Und dadurch mussten wir, um die Musik richtig leben zu lassen, mussten wir auf so ein High-Class-Material gehen. Ja, Ultraschall hat die Anlage gestellt, die war von Nexo. Das war das, was die da reinstellen wollten. Ja? Wir hatten denen immer freie Hand gelassen und die haben dann hier auch angefangen, glaube ich, mit ihrem Zeug zu spielen, ja, und Erfahrungen auch zu sammeln. Wir hatten halt immer nochmal den Extrabass hier stehen oder das super Mischpult oder ja, irgendwas, irgendwelche super Verstärker, die noch mehr Druck gemacht haben. Und ja, die Anlage war natürlich super wichtig und wir hatten ja schon 120 Dezibel Schalldruck drauf. Also wir konnten die Leute eigentlich damit killen, ab einem gewissen Moment. Im Stammheim war das schon so, die hatten eine sehr gute Anlage zu der damaligen Zeit. Wenn ich aber, Omen hatte auch zu der damaligen Zeit eine sehr gute Anlage, ganz klar. Aber ich habe das noch so grob im Ohr, wie das damals geklungen hat. Wenn ich das vergleiche mit manchen Locations heute, denkst du dir so, heute wäre das irgendwie so, oh je, kannst du doch nicht spielen. Ich kann mich an eine Sache erinnern, ich glaube, das war so, ja, so, Stammheimer zugemacht 2002, das muss so 99 oder 2000 gewesen sein. Da hatte ich zwei, dreimal im Stammheim gespielt und das Mischpult, was sie da stehen hatten, das wurde immer schlechter und immer schlechter. Es hat nur noch gekratzt, alles ging kaputt irgendwie. Bis dann irgendwann zum Pierre gesagt hat, Pierre, heute Abend spiele ich umsonst. Dafür kaufst du ein neues Mischpult fürs nächste Mal. Ist das okay? Ja, kann man das machen? Das hat er dann auch gemacht. Kannst ihn gerne fragen. Ja, es gibt ja so diesen Stammheim-Sound sogar, ne? Den die Leute immer propagiert haben. Es ging nicht um Kommerz. Also es ging nicht darum, irgendwie die kommerziellsten Lieder zu spielen oder sowas. Es war immer sehr experimentell, aber trotzdem tanzbar. Teilweise härter, teilweise softer. Du hattest eine schöne Kombination aus dem Sound, der im Café lief, was hausiger und ein bisschen, heute würde man sagen, minimaler war. Und im Mainfloor halt schon teilweise dann rabiat, irgendwie viel englischer Sound damals auch. Und ja, sehr roh, eigentlich ein roher Techno-Sound. Ja. Genauso wie man es gebraucht hat eigentlich. Also der durchschnittliche Gast-DJ kam hier, wenn er noch nicht da war, rein. Wir haben ja dann meist so gegen 2 angefangen, wenn es der Hauptact war. Und wenn der um 1 reinkam, ach du Scheiße, war der Kommentar. Weil halt irgendwie es ab 12 schon ein so hoher Energielevel war, dass man einfach wusste, wenn ich das jetzt toppen will, dann muss ich einfach lauter, schneller, mehr machen. Ne?
Ja, letztendlich ist es dann so bei dem geblieben, dass es hier wirklich hart war. Es war harter Techno, so ab 135 aufwärts, BPM aufwärts. Und dann liefen die ganzen schönen Sachen, die eigentlich 135 BPM haben sollten, alle auf plus 8. Ja? Manche haben dann sogar die Plattenspieler umgebaut, damit man das auf plus 16 pitchen konnte. Es war dann sowas wie ein Loop-Pool. Der Loop als das entschiedene Merkmal dieser Musik, Wiederholung. Und es war ein Pool, in den alle reingesprungen sind und sich freigeschwommen haben. Also wirklich ein Loop-Pool. Kein Mensch hat es damals begriffen. Wir waren auch dann alle so schnell da drin, dass keiner mehr geschnallt hat, was da eigentlich wirklich abgegangen ist. An gigantischer Bewegung, kann man sagen. Mit Techno fing das eigentlich an, dass die Tracks an sich zeitweise keine Rolle mehr gespielt haben. Dass du über einen längeren Zeitraum diese Grundvoraussetzung schaffen konntest, dass Leute dazu tanzen konnten, ohne sich Gedanken machen zu müssen, gehe ich jetzt wieder von der Tanzfläche runter, was ist der nächste Titel, wie gefällt mir das oder sonst wie, sondern dass du so eine Geschichte erzählen konntest. Das heißt, dass Tanzen zu Techno eigentlich die beste Voraussetzung bietet, mal einen Frieden mit dir selbst zu finden irgendwo. Also eigentlich mit dir selbst ins Reine zu kommen, an nichts mehr anderes zu denken und dich fallen zu lassen. Ohne dass du im Hinterkopf hast, was wird der nächste Titel vielleicht auch noch okay sein oder sowas, kannst du einfach let go machen. Ja. Natürlich war diese ganze Rockphase von Elvis über die Beatles und Scorpions und was weiß ich, alles hat dabei eine Rolle gespielt, dass man was Eigenes hatte, eine eigene Jugendkultur hatte. Das hat sicher eine ganz große Rolle gespielt. Aber plötzlich war die Tanzfläche war das Zentrum und nicht mehr die Bühne. Diese ganze elektronische Musik, alles groovt. Es groovt wie Hölle, finde ich, der Viervierteltakt und einfach auch die Geschwindigkeit, die normale Geschwindigkeit, sagen wir mal so 125 bis 130, das groovt halt. Es macht halt unheimlich viel Spaß, sich dazu zu bewegen. Ich habe eine Arbeitskollegin, die sagt mir immer wieder, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr da überhaupt tanzt. You are able to just let go and just do whatever you want. It doesn't matter how you dance, how you move, what kind of doesn't matter what kind of form that you're giving to people. It's music, you know. You just go with it, you know. Nimm dich mit deinem Körper in Bewegung setzen, in einer bestimmten Abfolge, die du der Melodie irgendwo zugeordnet hast. Fängst du an, durch die ständige Wiederholung dich irgendwo immer mehr zu sensibilisieren und das, was du hörst. Es verändert sogar dein Zeitgefühl ein bisschen. Und diese Sensibilisierung, diese Einstimmung deiner Wahrnehmung, deiner Bewegung, also von innen wie nach außen, erreicht für dich diesen Trance-Zustand, der ja scheinbar Glücksgefühle verursacht oder so. Irgendwas ist ein Ergebnis, was dein Gehirn daraus macht. Bei den Techno-Liebhabern ist es so, es ist nicht das einzelne Lied, was entscheidend ist, sondern es ist ein Zustand über mehrere Stunden, der einem was ganz Besonderes gibt, der einem was gibt, wo man mal hinreißen kann, wo man sonst nie hinreißen könnte mit normaler Musik. Also ich finde, wenn man wirklich in die Musik reinfällt und dann wirklich auch einfach nur noch, also der ganze Körper eigentlich nur noch im Beat vibriert. Das ist schon also irgendwo was zwischen der spirituellen Erfahrung und Sex einfach. Wo ich am Anfang auch mal erst dachte, Alter, wie krass ist denn das eigentlich? Das waren so Momente, wo ich selber schon so tief in diese Musik eingedrungen war und auch es eigentlich schon fast unglaubwürdig war, wie krass ich eigentlich gefühlt habe, wie jeder einzelne Ton in mir gewisse Bewegungen ausübt. Aber wenn ich mich dann umgeguckt habe, gesehen habe, wie das alle um mich herum auch hatten.
dass ich teilweise auf der Tanzfläche war und dann kamen irgendwie längere Breaks und ich habe gemerkt, boah, jetzt kannst du mal stehen, boah, du kannst mal durchatmen und dann merkst du, dass du eigentlich total am Ende bist, dass deine Beine am Zittern sind, dass du eigentlich einen totalen Durst hast und du denkst, ey, wie lang warst du jetzt hier? Und dann willst du rausgehen und denkst, okay, schnell aufs Klo, was zu trinken holen. In dem Moment fängt die Musik wieder an und du bist wieder eine Stunde am Tanzen. Es war, ja, so habe ich manchmal versucht, 3 Stunden lang mir was zu trinken zu besorgen und es ging einfach nicht, weil die Musik dich einfach festgehalten hat. Die hat dich in dem Raum drin festgehalten. Das war geil. Es spült halt auch die Woche raus aus dem Kopf irgendwie, weil das Denken hört irgendwann auf und das ist auch etwas, was ich sehr begrüßt habe da dran. Dass das Denken mal zwischendurch eine kleine Pause bekommt. Gerade in einer Zeit, in der man in der jugendlichen, ja, Vorerwachsenenphase, da hat man doch einige Gedanken im Kopf. Und die gehen komplett weg beim Tanzen. Das hat viel mit ganz tiefen Mechanismen zu tun, die, glaube ich, dem Menschen angeboren sind. Also schau dir Stammestänze an in den verschiedensten Kulturen. Das ist immer repetitive Musik. Und ich glaube, genau diesen Mechanismus bedient sich auch die elektronische Musik oder gerade Techno. Das heißt, der niemals endende Beat. Ich glaube, da werden Hormone ausgeschüttet, die man auch vom Joggen kennt. Also irgendwann ist der Körper einfach Endorphin überflutet von der Dauerbelastung, aber der Rhythmus trägt einen immer weiter durch die Nacht. Und alle Alarmsignale des Körpers werden unterdrückt. Man verspürt eigentlich keinen Durst, keine Müdigkeit, sondern will immer nur weiter tanzen. Und ich glaube, das ist den Menschen angeboren. Am liebsten und am meisten im Hauscafé. Also weil mir persönlich ist der Sound irgendwann zu hart geworden. Also ich meine, mein erster richtiger Rave ist ein Rotterdam Records Gabba Hardcore Rave in Rotterdam gewesen. Das war auch toll. Aber ich habe mich tatsächlich irgendwann doch ein bisschen eher so auf die softe Schiene entwickelt. Also ich bin nach wie vor, finde ich es auch gut, wenn da mal ein harter Track kommt oder eine harte Phase irgendwo. Aber was ich furchtbar finde, was ich immer furchtbar fand, ist, wenn es die ganze Nacht auf einem Energielevel bleibt irgendwie. Und dann da habe ich mich dann auf dem Hausfloor schon streckenweise besser aufgehoben gefühlt, weil es auch einfach sexier war, als diese harte, dunkle, düstere Maschinenmusik, die da teilweise abgefackelt worden ist. Das Hauscafé war immer ein bisschen tuckig, immer ein bisschen angeschwult und war auch immer ein bisschen bunt. Die Leute haben auch sich immer Mühe gegeben, sich irgendwie zu stylen und zu kleiden und möglichst auf der Theke zu tanzen und aufzufallen. Und das war schon alles so ein bisschen, so ein bisschen tuckig war es schon. Na, hier war immer Party. Wir haben die Leute auf den Tischen getanzt, die haben so auf der Theke getanzt, die haben überall getanzt. Hier war immer High Life. Bei Chi muss man auch sagen, da stand er dann morgens eine Horde Frauen vor dem DJ-Pult und zu denen hatte er auch einen guten Bezug. Das muss man schon sagen. Ich meine, wenn man Chi gesucht hat, muss man ihn auf der Maiba-Toilette suchen. Wonder, wonder, wonder. He's searching for life, what is to search? He's only looking once again for a home. Angry, anger, and agony. Pain is pain, pain is to be. But remedy is on its way with relief. Ich habe morgen jeder hat von uns, du hast wahrscheinlich tausende von diesen Stories schon gehört, morgens, dass im Café alle auf den Tischen getanzt haben und die Sonne reinkam.
Das ist heute vielleicht teilweise normal für Leute irgendwie, die in, vielleicht auch in Berlin weggehen, Panorama-Bar oder so, dass die großen Fenster da sind, die Sonne reinkommt. Aber damals war das komplett neu. Das war also für mich jedenfalls. Wir hatten dann noch den Vorteil, dass wir da diesen Chillout hatten, wo man auch sagen muss, das war eigentlich nicht unbedingt ein Chillout, sondern das war so ein Freestyle-Floor. Das heißt, wer da aufgelegt hat, konnte eigentlich auch machen, was er wollte, außer richtig hart zu spielen natürlich. Ne? Aber auch da liefen dann Sachen, die so aus der Breakbeat-Geschichte oder überhaupt alles, was nicht Viervierteltakt war. Und das war dann irgendwann für mich der Floor, der am interessantesten war. Ja, chill out. Einzigartige Atmosphäre, wird es nie wieder geben, weil da hat sich alles vereint. Alles. Da wurde aus der Hausdrucke wurde da total relaxter Typ und aus dem Hardcore-Schranztyp mit abrasierten Haaren und sonst immer nur mit voller Gewalt in der Disco drin stehend, wurde auf einmal ein Schmusekätzchen. Also die, und haben sich alle in den Arm genommen und das war halt, es war mehr als nur eine riesengroße Kuschelwiese. Nein, es hat auch gegroovt und es hat auch Spaß gemacht. Wir haben ja nicht reinen Chillout da gespielt. Beim Pyjama-Partys, da war der Chillout mit am interessantesten. Und da hätte ein Außenstehender auch gesagt, das ist ja ein Puff. Lag mal morgens so eine dicke Alte auf dem Sofa, auch noch auf dem schönsten Sofa. Wir hatten so ein goldenes, rot geschwungenes, so ein altes, barockes, goldenes Sofa. Und so ein dünner Hering als Kerl. Und die haben die ganze Zeit da rumgemacht, bis sie irgendwann eine Viertelstunde später da rammelnd lagen und wilden Sex hatten. Und das sah einfach nicht appetitlich aus, echt nicht. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie so ein heißes Mädel gewesen wäre und ein heißer Typ, super, macht ihr nur so. Aber das war dann, da war ich ganz froh, dass die Türsteher dann irgendwann kamen und das Ding abgebrochen haben. Und ich war am Auflegen und die waren direkt vor meinen Augen. Und ich so, Gott, das war schon eine krasse Nummer. Du hast halt auch mal so riesengroße hängende Liegen gehabt. Da konntest du dich halt reinwerfen, stundenlang wirklich verbringen. Und was weiß ich, wenn er mal am Wasserfall war, konntest du dem Wasserfall zuhören. Also du hast dann wirklich Stunden verbracht und hast die Zeit nicht gemerkt und warst verschwunden einfach. Man konnte dich auch suchen, wenn man nicht gefunden werden wollte, dann wurde man hier auch nicht gefunden in der Factory. Es war eine Deko, die man betrachten konnte, wo man zuschauen konnte. Nicht nur so, wir machen dann mal einen Strahler an, dann wird die Wand blau, sondern ja, da haben sich Künstler wirklich Mühe gegeben, ein Raumkonzept zu erzeugen. Es haben sich dann auch für viele Leute, die das länger betrachtet haben, auch war sehr viel Bewegung da drin. Also diese Bilder waren auch speziell dann darauf gemacht, dass wenn man in bestimmten Zuständen war, dass sich da auch was bewegt hat. Oder dass es halt besondere Bilder ausgelöst hat. Kennengelernt, als ich eine ABM-Maßnahme gemacht habe, da war das mein Gruppenpsychologe. Eine Woche später habe ich Henna hier auf der Bassbox tanzen sehen. Ich kam hier hin zum Feiern und dann habe ich gedacht, fuck, was geht? Ich will hier tanzen. Aber wie kriege ich das hin, ohne dass es peinlich wird, ohne dass die sagen, was will der Alte hier? Wie passt das zusammen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich biete an, hier meine Profession noch zur Verfügung zu stellen. Ich mache was Nettes. Wir hatten halt im Fahrstuhl
unsere Sprechstunde. Da hat sich halt Herr Stange aufgehalten, hat da so ein paar Stühlchen aufgebaut und hat halt mit unseren Drogenklienten dann ernsthafte Gespräche geführt. Auf der Party selber zu reden, war ja nicht immer ganz leicht, brauchte viel Stoff, weil es repetitiv abging. Die Beats waren ja nicht so schnell, sondern auch laut, und also braucht man einen Raum, wo es ein bisschen geschützter war, und so rumgeguckt im ganzen Gebäude, wo es auch schallmäßig so einigermaßen ging. Und dann sagte jemand, oh, der Lastenfahrstuhl. Lasten, okay, gute Idee. Lasten hin und her zu schieben, auf und ab zu fahren, war schon mal ganz witzig. Belastung, Belästigung, keine Ahnung, alles, was man da so zu erfinden kann. Und dann haben wir uns diesen Fahrstuhl angeguckt. Und die erste Idee war natürlich, das Ding muss Paternoster heißen. Weil der Alte sitzt da drin, der Stammheim, ideelle Gesamtgroßvater, der wird da abgebunkert und also Paternoster. Aber das war dann doch ein bisschen zu affig. Wenn man jetzt so Leute trifft, die das damals auch mitgekriegt haben und sowas, also das, was bei allen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen hat, das waren eben halt die Flyer und die Werbung. Und also ich glaube, das war ein ganz, ganz erheblicher Teil von der ganzen Aktion. Also das Image, ne? Es gab ja auch, was auch sehr wichtig war, die Heimpost, ne, die nach außen gegangen ist. Wir hatten ja teilweise 6.000, 5.000 Leute, die wir damit beschickt haben. Und ja, das war auch ein Teil des familiären Dings. Ne? Die Flyer und diese Post, weil die Leute haben sich immer persönlich von uns angesprochen. So, als ob eine Mutter ihrem Kind schreibt, wäre mal schön, wenn du am Wochenende vorbeikommst. Ne? Und das war immer das, was hier gut funktioniert hat. So, Jens und ich haben in der Werbung das Blaue vom Himmel versprochen. Und alle, die hier gearbeitet haben, haben es dann gehalten. Ne? Ja, Brinkmann und Kopetzki natürlich. Also das Grafikduo und die Erfinder von Hotze haben der ganzen Stammheim-PR ihren Stempel aufgedrückt. Und das ist meiner Ansicht nach auch das schlüssigste Marketingkonzept in der ganzen Szene gewesen, weil der Wiedererkennungswert einfach verdammt hoch war. Die Flyer waren, die hatten ja irgendwann richtig Handlerwert, ne? Ich habe noch einen zu Hause. Die Rehflinde-Flyer. Auch so ein Selbstgänger. Ne? Jens hat ein kleines, unheimlich durchgeschossen aussehendes Mädel mit langen, gehirnartigen Zöpfen gezeichnet, was auf einer Schaukel saß. Das war, glaube ich, damals der zweite oder dritte Flyer, den wir hierfür damals noch Aufschwung Ost gemacht haben. Und irgendwie haben wir gemerkt, okay, kommt eigentlich ganz gut an. Ich meine, damals, als wir angefangen haben, da war Techno ja so, also dieser stereotype Techno-Flyer bestand ja so aus 3D-Objekten. Du hast so 3D-Tunnel gehabt und da sind dann so 3D-Bälle hin und her geflogen. Und das war halt Techno. So, das war dann auch zuerst, als wir mit Comics angefangen haben, so ein paar gesagt, das ist überhaupt nicht Techno. Und haben wir aber darauf bestanden, zu sagen, dass Techno das ist, was wir draus machen. Und das auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein durchgesetzt irgendwie, und weil das Mädchen kam, hat halt von vornherein eine Identifikation für die Leute geschaffen irgendwo. Und weil wir damals, wir waren ja selber im totalen Party-Modus, und das war halt auch einfach eine sehr ehrliche, authentische Sache. So ist sie entstanden und ist halt mit der Zeit gewachsen, die ist mit uns halt auch gewachsen, die ist ja auch älter geworden. Und mittlerweile ist es ein ziemlich scharfes Teil geworden, wenn man es mal genau nimmt. Wir sind ja jetzt auch groß. Alma, die hat bei Groove gearbeitet, Zille war ihr Spitzname, die hat bei Groove gearbeitet, aber auch DJs verbucht und war bei uns mit ein paar von ihren DJs, und irgendwie haben wir uns dann auf einer After-Hour festgequatscht und ich glaube relativ bald danach, nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat sie angerufen und gefragt, ob wir nicht für Groove was zeichnen wollen. Das war am Anfang, war das so
Zitate, die auf einer Afterhour aufgeschnappt worden sind von DJs und so weiter, die also halt in Crew veröffentlicht worden sind, die haben wir illustriert. Aber das Prinzip hat sich relativ schnell ein bisschen totgelaufen und dann haben wir versucht, zusammen mit Alma auch durchzusetzen, dass wir einfach einen richtigen Comic machen können. Der Hotze-Comic, der daraus entstanden ist, das war für mich der absolute Favorite. Ich habe diese Hotze-Comics geliebt. Also wenn ich im Plattenladen war, habe ich die Crew nur als erstes aufgeschlagen, mir diesen Hotze-Comic durchzulesen. Also ich bin total Hotze-fanatisch. Ja, wir haben dann halt echt da gesessen, echt lange überlegt irgendwie, wie wir auf den Namen kommen. Und irgendwann kamen wir auf Hotze, weil es sich nur auf ekliges Zeug gereimt hat. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass es Leute gibt, die wirklich so heißen, aber das hat echt ein halbes Jahr gedauert, bis wir das festgestellt haben. Und die sich dann meldeten, ich heiße auch Hotze. Warum heißt der Hotze? Das wollten die immer nicht hören, warum der Hotze heißt. Irgendwie fanden die nicht komisch, aber ich finde es immer noch witzig. Wir haben auch manchmal gar keine Ideen. Es mag Leute überraschen, aber manchmal hat man auch einfach einen echt miesen Tag und sitzt da und oder schreibt was auf, findet es aber einfach wegen der Tagesform echt mau alles einfach. Ja? Und am nächsten Tag guckst du drauf und denkst, ey, war doch geil, war doch ein richtig guter Gag. Insofern, man kann es nicht beantworten. Ne? Klar, die Erfahrungen, die man macht, spielen rein. Oft sind es auch Geschichten, die man erzählt bekommt. In diesem ganzen Feierumfeld passiert ja so viel kaputtes Zeug, dass man manchmal nur aufschreiben muss, 1:1, was passiert ist, und dann muss man es noch ändern, damit man nicht jetzt wirklich völlig einfallslos eine Geschichte von wem anders wiedergibt. Ne? Also es ist eigentlich gar kein Comic, es ist eigentlich komplett echt. Also das ist kein Comic, die Jungs meinen das komplett ernst. Ja? Die wollen das auch gar nicht witzig haben, glaube ich, sondern das ist, die greifen, was nachts passiert. Also wenn irgendwie meine Oma oder sowas oder meine Tante wissen wollen würde, was machst du eigentlich, dann gebe ich ihr am besten einen Hotze-Comic und dann soll sie sich das durchlesen, dann weiß sie genau, um was es geht. Chicks feel free. Zum ersten Mal gespürt, dass da was anderes sich ansagt in den Beziehungen von Menschen untereinander, nämlich ein hierarchiefreier, kooperativer Umgang. Es waren einfach so Momente, wo du dich einfach so im absoluten Hier und Jetzt, im Moment gefangen, mit auf so einer wahnsinnigen Euphoriewelle reitend, so eine große Gemeinschaft gebildet hast irgendwie. Das war ja am Anfang auch tatsächlich sehr, sehr grenzüberschreitend, was jetzt irgendwelche sozialen Statusse oder ähnliches anging irgendwie. Da hat ja wirklich die dumpfste Nuss neben dem gebildetsten Akademiker getanzt irgendwie und alle haben sich lieb gehabt irgendwie. Also es war wirklich eine große Familie am Anfang. Es war natürlich auch, irgendwann stellst du fest, dass es auch eine Illusion ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber es war trotzdem eine teilweise wirklich spirituelle Erfahrung, die man da gemacht hat. Für mich. Also die ersten 2 Jahre waren definitiv so eine Art persönliches Dauer-Woodstock für mich. Wenn ich mal umschaust, es gab ja eigentlich keinen VIP-Floor oder sowas. Es gab auch keine Backstage. Natürlich gibt es einen Raum oder so, wo da mal ein Sofa stand und da hat sich mal irgendein Künstler hin verdrückt, aber es gab gerade auch nicht wie heutzutage diese Geldmacherei auch mit diesem VIP-Ticket, Backstage, ich bin besser als du, ich habe hier ein Bändchen, Kram, das gab es hier einfach nicht. Also hier standen Richie Horton genauso da drüben an der Theke, bevor er gespielt hat, wie der normale Raver daneben und that's it. Und das
halte ich auch heutzutage immer noch für wichtig. Also. Egal, ob ich in Frankfurt bin oder in Berlin oder sonst wo, plötzlich im Café, im Restaurant, irgendwo im Museum neulich, kommt einer, hey, sag mal, bist du nicht der Henner? Das heißt, es gibt immer noch sowas wie, wir gehörten zum Stammheim. Wir waren das Stammheim. Nicht wir sind auf ein Konzert gegangen, wir sind tanzen gegangen in eine Disco, sondern wir waren das Stammheim. Und Leute haben sich ja selber auch als Heimkinder bezeichnet. Eigentlich, wenn man das jetzt mal so, den Begriff einfach nur so nimmt, ne? Also in dem, wie es in der normalen Welt gebraucht wird, also ist ja mit Sicherheit keiner darauf stolz, ein Heimkind zu sein, da schon. Also was ja zeigt, wie sehr sie sich da als Teil von gefühlt haben. Wonderful group of people, just full of energy, just felt so good, it was colorful. A lot of people say they don't like ravers and stuff like that, but I'm sorry, I love it. You saw people with just every walk of life. I just loved it, you know. You can see people with stuff in their hair, little colorful things, big trousers. I just loved it. That just brought more character to the place. They were just simply amazing. Da haben alle Faktoren zusammengespielt. Das war der grundsätzliche Vibe. Die komplette Crew, die das Ding irgendwie am Laufen laufen ließ oder organisiert hat, wo du dich manchmal gewundert hast, dass es funktioniert hat, wenn du die Leute kennengelernt hast, wie lustig und nett die waren, aber teilweise auch völlig irgendwie so in den Tag hineingelebt haben. Aber das hat auch den Vibe da ausgemacht irgendwie. Und es hat trotzdem war da immer noch irgendjemand, der klar war und der wusste, wir müssen uns darum kümmern und darum kümmern. Und dann hat es funktioniert irgendwie. Die Gäste wurden nicht als zahlendes Volk dargestellt. Sie wurden irgendwie mit versucht, in die Geschichte zu integrieren. Zum Beispiel bei dem 99-Flyer, wo dann gesagt wurde, ja, wir brauchen euch und bitte seid wenigstens ein bisschen leiser auf dem Parkplatz und danke an die Behörden. Also irgendwie, dass zumindest versucht wurde, die Leute mit zu integrieren. Das hat bei jedem eigentlich dieses Gefühl hervorgerufen, ich gehöre dazu. Damals Olli, auch noch als Geschäftsführer, war dann natürlich selber ein großer drin. Also einfach aus Spaß an der Sache ist klar, so irgendwann morgens um 7 und wenn man dann ordentlich einen im Tee hat, dann ist einem völlig egal, ob diese Kiste Jägermeister, die man jetzt hier selber natürlich eingekauft hat, ob die jetzt für Null oder für Geld rausgeht. Ne? Und dann wurde sich halt auf die Theke gestellt und beliebt gemacht, indem man das Zeug verschenkt. Your mind clears. Das große Gemeinschaftsgefühl im Stammheim war natürlich erstmal, dass sehr, sehr viele Leute von weit her angereist kamen. Das heißt, jeder hatte schon eine Geschichte, wie er überhaupt zu dem Laden gekommen ist. Das heißt, sei es mit dem Zug, und also ich bin immer Zug gefahren und es war im Zug schon immer eine große Aktion gewesen, die ganzen Leute da zu treffen und am Hauptbahnhof zu stehen, seine Sachen einzuschließen und alle Leute da von McDonald's zu sehen, die aus allen möglichen Städten Deutschlands zusammengekommen sind. And this time, like I said, it was like really bad. It was like, was it a snowstorm or something? It was something. Sometime where the flights couldn't go and the people still came. And I just remember one time it was just really cold. Everybody came. And it was like thousands and thousands of people just outside trying to get in. And it was like early in the morning, people still in line to get in. They just didn't care. We just want to get in there.
I don't care if it's the last hour, we still gonna get in here. Oh, I'm sorry, that place is amazing. Es hat keine agonalen Wettkämpfe gegeben, zum Beispiel. Es hat keine Macho-Inszenierung gegeben. In dieser extremen Form. Natürlich sind auch die Jungs wie die Klingockel hier durchgelaufen. Ist doch klar. Und die Mädels haben gack, 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 gack gemacht und so. Alles normal. Aber so, dass es hier Hahnkämpfe gegeben hat. So gut wie nie. From the people to the door people to the barsmen to the DJs, you felt like one. You know, everybody was nice to everybody. Everybody was just happy. Okay, you had your problems here and there, but you never really heard about this security did this to this person. It was just like one big family. Everybody it was just a place to go to have fun, you know? The sun can come up, and people could just be laid out because they're tired and exhausted. You didn't see security or somebody working there kicking them like, oh, these stupid rabble, these stupid kids, go. No. You actually see people give them water or something, like, drink, come on, you know, drink. It was just like one big family, you know? No one judged nobody. Und dann standen da draußen mal, standen ja mal so ein paar abgewrackte Autos, die Leute da irgendwie hingeparkt haben. Und dann irgendein Samstag hat das halt eins davon mal gebrannt. Und da kam dann die Feuerwehr an und Löschzug da aufgestellt. Und hey, geht mal alle an die Seite. Ne? Und die Leute, die Gäste waren halt hier schon so am Parken und fanden das eigentlich alle ziemlich amüsant. Und irgendwann habe ich so einen Typen gesehen, der hat sich daneben gestellt, guckt so rüber zu den anderen, wie die Feuerwehrmänner mit ihren dicken Dingern da am Machen waren. Und er stellt sein Bier so auf den Boden, holt seinen Schwanz raus und fängt an, auf das Feuer zu pinkeln. So hat auch seinen Beitrag geleistet. Ne? Man hat ganz glücklich dabei geguckt irgendwie und... Das ist schon irgendwie absurd, ja. Ich wage zu bezweifeln, dass wenn es nur Alkohol gegeben hätte, dass das alles ganz genauso abgelaufen war. Also diese Offenheit der Leute hat mit Sicherheit auch mit den veränderten Zuständen der Leute zu tun. Ne? Nicht auszuschließen, dass man auch so hier echt seinen Spaß gehabt hätte und Leute kennengelernt hätte, aber viele haben halt auch, glaube ich, mit Drogen so dieses total aus sich rauskommen gelernt. Ne? Viele natürlich auch in einem totalen Übermaß, also irgendwann auch so ein bisschen den Kontrollverlust. Ne? Aber auch viele Leute, die einfach gemerkt haben, also dass das schon fast so ein bisschen als selbsttherapeutisches Mittel, ne? Also selbst der Verklemmteste, der dann irgendwie hier saß, hat dann vielleicht mal so sein Coming-out gehabt, wo er irgendwie plötzlich mit Hinz und Kunz hier super klar kam. Im Stammheim waren immer Drogen da. Das hat dazugehört, ganz klar. Klar hat jede Generation ihre Drogen gehabt und jede Musik. Also ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt an elektronischer Musik oder sowas festmachen kann. Das war einfach nur, was gerade Anfang der 90er oder Mitte der 90er eine neue Musikrichtung da aufkam. Total viele Drogen, da konnten die Leute sagen, oh, das sind Drogen, verdrogte Musik oder sonst was. Aber wenn du jetzt mal in der Geschichte zurückguckst, hatte jede Musik, die irgendwo angefangen hat, dann ihre totalen Drogenopfer. Rock, die Psychedelic-Zeit in den 60ern, alles Mögliche. Weißt, das ist alles immer mit Drogen, weil die Drogen einfach für die Leute dann auch der leichtere Zugang war. Ich meine, was wollen die Leute immer grundsätzlich finden, egal mit welcher Musik irgendwie, sie wollen irgendwie sich selber finden, ihre Mitte, sie wollen einfach mal tanzen und da sein, guck dir Woodstock irgendwie die Videos an, wie die Leute da auf LSD rumtanzen und sowas. Im Endeffekt ist es das, was sie suchen. Ja? Und sie benutzen diese Drogen und experimentieren darum, um halt noch weiter zu kommen in diesem Stadium, noch weiter zu kommen.
Was ja auch eigentlich irgendwo legitim ist. Du gibst ja deinem Körper grundsätzlich Drogen. Wenn du krank wirst, gibst du dem Aspirin. Normalerweise kann sich dein Körper selber heilen, was ein bisschen länger dauert, was aber vielleicht gründlicher ist. Aber du gibst ihm Aspirin, damit er sich schneller heilt, aber es ist vielleicht nicht so ganz gründlich. Ja? Und ich glaube, es lohnt sich aber irgendwie damit rumzuexperimentieren, ohne Drogen dieses Stadium zu entdecken. Und ich glaube, wenn jemand ohne Drogen irgendwie, ich habe das oft, dass Leute sagen irgendwie, oh, ich habe die Nacht 8 Stunden durchgetanzt, komplett ohne Drogen, und nach 5 Stunden war ich so drauf, ja, da war ich so unterwegs irgendwie, ohne dass ich nur ein Bier getrunken habe, ja. Und ich glaube, diese Erfahrung, die sie nach 5 Stunden hatten, war dann eigentlich noch krasser als alle andere. Und sie haben die Side-Effects nicht. Sie müssen nicht irgendwie noch 6 Stunden lang irgendwo in einem Hotelzimmer sitzen oder auf einer Afterparty sitzen und Geschichten erzählen, die sie schon alle 50.000 Mal gehört haben. Wir kennen alle After-Hours. Ich war nie so ein großer After-Hour-Fan. Aber ich meine, für alles gibt es so seine Fans. Wenn es dir gut geht, geht es dir mit Drogen halt einfach noch viel besser. Und wenn es dir schlecht geht, geht es dir mit Drogen noch viel schlechter. Und wenn du da so keine... Also für mich war es ein wichtiger Katalysator, weil es bei mir noch so neue Ebenen aufgeschlossen hat, irgendwie, die vorher so ein bisschen verschüttet oder verkrampft waren, weil ich eigentlich echt ein sehr braver, sehr ängstlicher, schüchterner Typ gewesen bin, irgendwie, der tunlichst darauf bedacht war, wie alle anderen ihn sehen. So. Und dadurch, dass das halt alles so ein bisschen, also dass es dich komplett aufgemacht hat irgendwie und du eine völlig neue Verbindung zu anderen Leuten kennengelernt hast, irgendwie hat das tatsächlich viele Krämpfe und Neurosen erstmal beseitigt, die ich vorher gehabt habe. Mich deutlich selbstbewusster gemacht insgesamt. Also auch auf einer realen Ebene und nicht nur während des Rausches oder in der Nacht oder so. Ja, ein negatives Erlebnis. Was heißt negativ? Es war das erste Mal, dass ich drüber nachgedacht habe, scheiße, was geht denn hier überhaupt ab? Und das war nicht ein negatives Erlebnis mit mir selber gewesen, sondern ich habe das bei jemand anderem gesehen, das war auch eine DJ Rush Party. Und es war auch schon morgens gewesen. Ich war unten auf dem Parkplatz, wollte wieder reingehen. Dann stand schon ein Krankenwagen draußen, Blaulicht, und habe ich gesehen, wie dann zwei Sunnis einen Typen rausgeführt haben. Aber dieser Typ, rein körperlich, funktional, komplett in Ordnung. Also er konnte laufen, hat kein Blut, er hat auch keine irgendwie Regung gemacht, aber er hat gegackert wie ein Huhn. Und zwar mit so einer Überzeugung hat er gegackert wie ein Huhn, dass er anscheinend wirklich dachte, er ist ein Huhn. Und diesen Menschen zu sehen, wie er mit zwei Sunnis bekleidet wird, wie er nur das war so grotesk und surreal in diesem Moment für mich, weil ich habe diesen Laden gesehen, habe quasi gesehen, was da herauskommt. Weißt du steckst Leute rein, da passiert was mit denen und dann kommt wieder was raus. Normalerweise was Geiles, aber da habe ich auf einmal gesehen, jemanden, der halt mit seinem Zustand überhaupt nicht mehr klarkam, sodass er sogar von zwei Sunnis abgeführt werden musste. Egal, was für eine Droge, kommt das raus, was drin ist, ne? Und wenn man halt, psychisch angeschlagen ist, ne, und dann kann das ja noch gekickt werden. Aber das, wer schätzt das schon selber ein? Oder welcher, man muss ja schon sagen, die Masse der Leute, die halt Drogen derartig heftig nehmen, das sind ja nun mal die Jugendlichen. Und die haben ja überhaupt kein Verständnis für sich selber, weil sie noch gar nicht so weit sind und weil sie gar nicht so weit denken. Und die können ja die Gefahren oder die, dass es auch nach hinten losgehen kann, gar nicht abschätzen. Und gerade bei Trips, denke ich, ist das echt heftig. Also weil das hört ja nicht nach 2 Stunden auf, das geht ja einfach weiter, ne? Und dann kommt man da ja, wenn man da nicht gut begleitet ist oder wenn man da einfach nicht mit sich selbst so im Klaren ist, kann das ja wirklich heftigst nach hinten losgehen, ne? Es gibt halt Leute, die sind halt nicht mehr wieder über die Schwelle drüber weggekommen ins reale Leben. Also geschossen, haben es einfach nicht mehr geschafft. Gab es Leute, die konnten das einfach verarbeiten. Freitag, Sonntag, bis Sonntag haben wir gefeiert. Und Montag wieder ganz normal arbeiten, war alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann gab es halt Leute, die haben es halt nicht mehr geschafft. Die mussten halt bis Mittwoch, Donnerstag, holla die Waldfee. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm.
2002 war ganz schlimm. Da hatte ich jedes Mal so negative Gefühle mit, weil ich jedes Mal so traurig geworden bin, weil ich gedacht habe, scheiße. Und jetzt, was machst du denn jetzt? Es war wirklich ein bisschen hoffnungslos. Ich habe echt gedacht, ja, das war's mit Partys für mich. Das war mein Leben, die Jugend, ich werde erwachsen. Aber es hat auch anders funktioniert. Das war schon noch ein Zeitpunkt, wo man durchaus dahinter stehen konnte, sagen könnte, das hier ist wirklich einer der besten Clubs, die es gibt. Irgendwie hat auch als solcher zugemacht. Aber wenn du das selber gemacht hast, irgendwie ist es auch nicht da schon nicht mehr derselbe Club gewesen wie noch 4 Jahre vorher oder so. Also es ist, du hast da schon Veränderungen bemerkt. Und ich glaube, es hat uns allen gut getan, dass wir was Neues anfangen mussten. Ich erinnere mich gar nicht ganz genau, was der letzte Auslöser war. Aber es war ja Zeit unseres Daseins hier immer ein Problem, diese Mietverträge zu kriegen. Ne? Und es gab auch Zeit unserer Aktivität hier immer Probleme, ist ja klar. Müll, Lärm, Anwohnerbeschwerden und so weiter und so fort. Also das Übliche eigentlich. Und der Mietvertrag ist irgendwann, glaube ich, einfach nicht mehr verlängert worden. Jedenfalls nicht mit uns als Mietpartei. Ne? Wir hatten ja auch so ein bisschen das Problem, dass in der Geschäftsführung echt Verschleiß herrschte. Das heißt, keiner hat das wirklich von A bis Z zu Ende durchgemacht und saß immer am Drücker, sondern es gab, glaube ich, im Laufe dieser 8 Jahre 4 oder 5 verschiedene Geschäftsführungen, die das versucht haben zu stemmen. Und die waren alle mehr oder weniger geeignet. Es hat ja auch nie an entscheidender Stelle so einen knallharten Manager-Typ gegeben, der vielleicht auch in der Lage gewesen wäre, seine Forderungen hier so geltend zu machen, dass man das einfach mal durchdrücken konnte. Und ich glaube, schlussendlich war es dann einfach tatsächlich so, dass uns der weitere Mietvertrag verweigert wurde und wir auch dieses Battle dauernd, wir waren total ermüdet davon halt, ne? Weil es wirklich jedes Jahr aufs Neue losging und man auch irgendwann gesagt hat, nee, also mir fällt jetzt kein Trick mehr ein, wie wir das hier umbiegen sollen. Anwohnerbelästigung, das war der Spaßneid, denke ich, auf jeden Fall. Der hat da eine große Rolle gespielt. Es wird ja dann immer als unter dem Thema Sauberkeit und Krach denunziert. Ja, war es eben schmutzig morgens und die sauberen Muttis konnten ihre sauberen Kinder hier nicht durch die Straßen führen. Und das musste denunziert werden. Und natürlich, das zweite Thema ist, Kinder sind immer laut, ja. Oh nein, jeder will Kinder, aber sie dürfen auf keinen Fall laut sein. Und wenn sie dann auch noch Spaß dabei haben, wenn sie laut sind, das geht ja nun gar nicht. Ich weiß nicht, inwiefern die Musik meine Persönlichkeit verändert hat, weil ich eigentlich mit ihr groß geworden bin. Insofern war es eigentlich schon immer ein Teil von mir. I think normal society people, they have their own standards about life and they feel that life should be a certain way, you know, either a strict 9-to-5 job or you have to live a certain way. But I think people that's in electronic music or into techno, it's kind of like they want to be away from this normal life, you know. This is like their music. It's our music.
We can do what we want, you know. We can feel what we want to feel. And this is why we go out, you know. It's like our own little place away from everybody else, you know. And once we leave here, then we kind of put ourselves back into this real world, you know. The world that we don't want to be a part of, you know. So this is our getaway. It's totally, I think we're totally different from normal society. Muss man sein ganzes Leben als Kataster organisieren? Clark sein? Muss man sich diesem Angestellten-Ritual unterwerfen? Die Engländer sagen, die Suits. Geht es darum, und die Suits, die millionenfach sozusagen den ganzen Betrieb am Laufen halten. Im Einzelnen, jeder Einzelne, natürlich anständige Leute und ehrenvolle Leute und respektierende Leute und ängstliche und auf Sicherheit bedachte Leute. Aber allen treibt man den Spaß aus, und wer sich dann eingelassen hat auf dieses Lebenskataster der Frühverrentung mit 20 im Angesicht der zu erwartenden Rente und Pension, der kann natürlich keinen Spaß mehr haben. Für den ist Spaß was ganz Bedrohliches, was ganz Fremdes. Dabei denke ich, was gibt es denn Besseres im Leben als Spaß? Das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wirklich, um nicht im Jargon der Eigentlichkeit zu reden, es ist tatsächlich das Einzige, was menschlich ist. Lachen, gemeinsam Spaß haben. Das ist wirklich wieder mal was ganz Pathetisches, pathetic. Das ist der Kern dessen, was Menschen gemeinsam machen können. Tanzen und lachen und Spaß haben. Unglaublich wichtig. Speziell dieser ersten Jahre, die hat halt wirklich auch mit der Neuartigkeit dieser ganzen Geschichte zu tun. Ich meine da jetzt alle Facetten, also dieses A, die Andersartigkeit der Wegge-Kultur, B, die Neuartigkeit der Musik und dieses auch die Drogen möchte ich da nicht aussparen und so. Das ist halt irgendwann alles nicht mehr neu. Klar könnte man heute vielleicht so einen Laden hier zum Laufen kriegen, aber auch da muss man sagen, heute wäre es zum Beispiel so, nehmen wir mal an, jetzt steht unten eine Schlange von 1000 Leute vor der Tür und die wissen genau, sie müssen 3 Stunden warten. Heute hätten die ihre 4 Alternativen, in andere Clubs zu gehen. Ne? Weil auch jetzt gibt es ja auch in Kassel halt. Ne? Kleinere Clubs, spezialisiertere Clubs, aber Alternativen halt. Ne? Und ich glaube tatsächlich, im selben Maßstab wäre das nicht mehr möglich. Nee. Ich glaube, es ist immer noch egal. Die Musik ändert sich, die Leute ändern sich nicht so viel. Die Erscheinungsform ändert sich nur ein bisschen. Aber das, was sie wirklich wollen, also diese Feierwut, ist eigentlich immer noch da. Nur ist halt das, was geboten wird, jetzt was anderes. Und ich denke mal, wenn man die Leute heute dort reinstecken würde, hätten die genau die gleiche Party. Ich glaube, es ist jederzeit möglich. Als ich hier in Berlin angekommen bin, mal weggegangen und gedacht, es hat sich überhaupt nicht verändert. Es ist genau dasselbe wie vor 15 Jahren. Die Musik ist ein bisschen anders. Und es gibt 2, 3 neue Drogen, aber es ist im Großen und Ganzen, es ist 1:1 haargenau dasselbe, wie es immer gewesen ist. Und es ist wesentlich, also die komplette Szene ist wesentlich professioneller geworden. Also es gibt nicht nur schlechte Dinge. Viele der älteren Generationen, die sitzen dann gerne da und sagen, ja, es war doch früher, war das viel geiler auf der Love Parade mit 100 Leuten und in den Clubs im Aufschwung Ost. Das waren definitiv geile Zeiten. Aber teilweise tendiert man auch gerne dazu, irgendwie, wenn schon 10 Jahre vergangen ist, dass man diese negativen Dinge vergisst und die tollen Dinge nur noch im Kopf hat, wie schön das war. Ja, und hier, wie gesagt, wisst ihr, was ich meine? Ist das nicht geil? Die Verschickung mittendrin, ja.
ist das nicht geil? Ich meine, ich hoffe, man hört es auf der Kamera, die Scheibenkillerin und so. Ja? Schön. Meistens ist das ja eine Partyphase irgendwie, die sie irgendwann so, wenn sie volljährig geworden sind, irgendwie bis irgendwann kurz nach dem Studium so durchziehen. Denen kann ich eigentlich nur sagen, habt Spaß. Viel Spaß. Thank you.